Heute werden wir in die wundervolle Server Battle gehen gegen Asia. Sehr schön. Ganz kurz vorab, ich bin am Überlegen, um mal wieder ein bisschen Abwechslung auf den Kanal zu bringen. Es kommt ja derzeit immer sehr stupide dasselbe. Entweder Weltgegenkampf, Weltarena, Server Battle oder mal hier und da mal eine Beschwörung. Ich schätze, mal gucken. Ja, jetzt mal abgesehen vom Account Reviews bzw. Teambuildings. Ich bin mal am gucken, ob ich mal wieder ein paar Guides aufnehmen werde. Die sind langlebig, ne, die kann man halt immer mal anschauen für Leute, die da halt Hilfe brauchen. Wahrscheinlich spreche ich damit eher neuere an als uns, ne, aber ja, mal gucken. Also ich habe schon was aufgenommen gehabt, aber ich weiß nicht so genau, ob es vor dem Video kommt oder nach dem Video. Aber egal, wir gehen hier rein. Der hat 15 Siege. Wo ist hier der Haken? Ich habe keine Ahnung, wo ist hier der Haken? Wo ist, wenn dieser Dev der Haken, frage ich mich. Valantis könnte cutten. Das könnte passieren. Der war relativ schnell. Onigoki auch. Pow. Ablenkzeit erhöht. Vom meisten zumindest. Oder von allen. Ich weiß nicht. Pow. Ja, wo ist jetzt der Haken? Der hatte 12 Siege. Hä? Keine Ahnung. Oder Probleme, ey. Was haben wir hier? Ja, auch wieder selbe Spielchen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich sonst spielen soll. Also mit Lucian kannst du hier nichts reißen derzeit. Weil alle gegen Lucian spielen. Ist ja irgendwie verständlich. Das Problem ist, hätte man jetzt noch sowas wie ein... okay, ich habe ihn getroffen. Hätte man jetzt noch sowas wie Poseidon oder Lea oder so, wäre es nochmal ein bisschen abwechslungsreicher, was aber nicht der Fall ist. Und ja, ich weiß, mein Kaki wird gecuttet. Warum tune ich den nicht? Ja, weil ich dumm bin und faul bin. Das ist das Problem. Das ist das Problem, weswegen... Oh, bitte überlebt. Okay, gut. Alles fein. Okay, ist fein. Ja, das ist dasselbe Prinzip wie mit meinem Mollwerk-Bollwerk. Molong-Bollwerk. Mollwerk-Bollwerk? Wer kennt's nicht, Mollwerk-Bollwerk. Ne, die Molong-Bollwerk-Kombo, da bin ich auch kein gutes Beispiel. Oh, wir können mal was anderes machen. Ich fass es nicht. Ey. Let's go. Wir können jetzt mal anders spielen. Ich weiß noch nicht, ob das reicht, aber wir können mal andere Kombo spielen. Ich fasse es nicht. Mal kein Zyros hier. Let's go. Ich hoffe, die cuttet nicht. Das ist uns ja auch schon mal passiert. Oder mir. Und sie cuttet. Natürlich cuttet. Und sie trifft. Deswegen Lucian auf Wille. Hätte sie nämlich nicht gestrippt, wäre es easy. Aber da sie gestrippt hat, sie nochmal schneller ist. Oh, sie geht auf die. Das ist gut. Die ist ein bisschen tanky. Oh mein Gott. Ja, läuft gut. Ja, perfekt. Ey. Perfekt. Warum schenkst du mir nicht mal was Brauchbares, Spiel? Gib mir doch mal irgendwas Cooles. Ey. Nein, was kriege ich? Doofe Bären. Wisst ihr was? Wir bomben meine Runde und fuck mich jetzt gleich ab, dass ich nichts treffe. Ich sehe es jetzt schon kommen. Boom. Jetzt kommt erstmal Cut. Nee, noch nicht. Okay. Gib dir mal die Bombe, weil die Molly hundertprozentig die Bombe eh nicht abbekommt von Gianna. Er prockt. Okay, er kann nicht stunnen. Auch gut. Ja, machen wir so. Oder er hätte sogar... Ja, nö. Ich denke, die Bombe steht ihr ganz gut. So, das ist fein. Die Bombe war echt gut auf Molly, ey. Hier blockt sogar drauf auf Molly. Sehr schön. Das ist fein. Die haben keine Nana da stehen. Ich kill die auch erstmal. Hör auf zu procken, du dummer Bär. Das ist fein. Ah, mach ich das? Dann, nee, warte mal. Ich warte mal nochmal kurz. Ich gebe ihr erstmal die Bombe. Jetzt töte ich sie. Ihn. Also, warte mal. Ach so. Ja, klar. Ich habe ihm ja eine Bombe gegeben. Guck mal da. Brain dead, ey. So. Und jetzt hoffen wir, dass wir sehr schön die noch töten. Vielleicht spielen wir heute einfach mal wieder ein bisschen mehr Bomben. Ich kann sein, dass ich dadurch ein bisschen mehr verliere, weil es ACC restmäßig abhängig ist. Das ist immer sehr belastend und nervig. Okay, das passt. Kriegen wir hier noch eine Bombe drauf? Okay. Und jetzt, please kill beide. Optimal Prime. Jetzt noch ein Heal-Block am besten auf den Hufflers drauf. Ja, optimal. Guckst du da. Guck mal, so kann es laufen, wenn es läuft. Ja, so genau so. Ist sehr selten der Fall, dass es so läuft, wie es laufen sollte. Aber wenn es so läuft, wie es laufen sollte, dann läuft es, wie es laufen sollte. Cool, ne? Wir versuchen es hier auch nochmal mit Bomben. Vielleicht bomben wir heute einfach mal ein bisschen mehr als Zyros. Zyros ist halt ein bisschen angenehmer, finde ich persönlich, aber naja, egal. Let's go. Man kann das Team noch so ein bisschen variieren. Ne, man muss nicht Gianna nehmen. Man kann auch beispielsweise Tiana nehmen. Ne, geht auch. Hast du noch einen zuverlässigeren Strip in der Regel? Der scheint auf High Rest zu sein. Yep, ist er. Okay.
Ist das ein Problem? Ich schätze, das ist ein Team, das mich komplett zerfetzen wird, wegen diesem komischen Mulch da. Dieser komische Keks. Mal gucken, ob das jetzt so ein Team ist hier. Weil das Team ist auf jeden Fall ein bisschen höher angesiedelt, wenn man jetzt mal so den Rang mit dem Blick hat. Nee, Sierra möchte ich jetzt nicht so gerne. Nicht so gerne. Also nicht Sierra, sage ich. Savannah möchte ich jetzt nicht so gerne da töten, solange sie die Revive da, den Seelenschutz hat. Ungerne. Krieg ich einen Proc? Nice. Ich versuche nochmal die Bombe. Irgendwann muss ja klappen. Geht doch. So, Strip. Ja, nee, ja, okay. Ist okay. Ich kann sie versuchen rauszunehmen. Oh, die nimmt die Bombe. Willst mich natzen, ey? Da habe ich meine Bombe drauf bekommen und dann kommt der Fisch an, ey. Oh Gott. Ja, ich hasse Rest-ACC. Rest-ACC ist der größte Scam, ey. So, jetzt töte ich mich selber. Nee. Kriegen wir nochmal eine Bombe drauf? Ja, okay. Immerhin, Gianna trifft die Bombe. Dafür trifft sie nicht die Bombe. Aber ich versuche mal. Stun. Er wurde geschützt von der Alten. Ich krieg's kotzen. Okay, tschüss. Nee, noch nicht. Oh, sie safet sich. Okay, das ist fein. Ich habe nochmal eine Runde mit einem Shield. Okay, ja, uncool. Das ist nicht cool, ey. Das, yep. Au, nee, noch nicht. Au, okay. Ja, dieser Nigong da nervt. Und in der Kombination mit dem Fisch. Dadurch, dass ich ihn einfach nicht treffe. Okay, sie schützt sich nicht, sie ist dead, dafür soll meine Gianna dead. Ich weiß nicht, ob das so geil ist, weil die Sierra trifft die Bombe weniger und er noch weniger, obwohl er mehr ACC hat. Oh mein Gott, dieser Fisch. Bombe, please. Okay, ich muss, glaube ich, stunnen. Ich glaube, der hat den Revive Ready, also ich muss da ein bisschen... Und der... Oh, der hat ihn nicht geprockt, die hat... Den Stun resisted. Oh mein Gott. Nee, das ist ja doof. Der hat ja Muscle Revive. Oh mein Gott! Nehmen wir hier nochmal ein Glancing. Ja, geil, ey. Oh mein Gott. Okay, dann, ja. Sobald der ready ist, mit dem Revive ist drin. Hey, da seid ihr ja wieder. Und ich hasse dieses Rest-ACC-Verhältnis. Ich weiß nicht, für mich stimmt da immer noch irgendwas nicht. Ich weiß nicht, inwiefern der Kaki das geregelt bekommt. Aber egal. Gucken wir einfach mal. Ich denke nicht, dass er es so hart geregelt bekommt. Okay, das ist eigentlich gut. Ja, Gegenangriff ist jetzt vielleicht nicht so geil. Muss ich ganz ehrlich sagen. Stun auf sie, das ist okay. Okay, die gehen... Kein Stun auf Triana. Das... Okay, gut resisted, aber jetzt haben die einen Death Buff. Da komme ich nicht durch. Yep. Yep. Oh, okay, er hat resisted. Das ist schon mal gut. Mal gucken, wie hoch der Schaden ist. Noch eine Chance besteht noch. Gerade so, okay, die Chance ist jetzt gone. Machen wir Bruiser-Part, wie wär's damit, ne? Freut ihr euch da drauf? Bomben funktioniert nicht, Cleaven funktioniert heute nicht, Beschwörung funktioniert nicht. Also, was funktioniert derzeit? Keine Ahnung, gar nichts. So, Bruisern wir halt, das ist die safeste Variante. Let's go! Machen wir aus einem 10-Minuten-Part 30 Minuten, weil es Spaß macht zu Bruisern. Yay! Let's go. Machen wir dich weg, weil du nervst. Machen wir nochmal einen Stun-Pock. Killen wir sie vom Ross. Jetzt gleich mit... können wir hier einmal drauf gehen. Ist fein. Killen wir den da weg. Tschüss. Ja, ohne Probleme mit Bruisern. Das ist halt das Ding. Deswegen spiele ich nicht Bruiser, weil es einfach 3 Jahre dauert. Ah, deswegen. Und weil das voll langweilig ist für ein Video. Ey. Wen interessiert das denn, da mit irgendwelchen komischen Safe-Kommos reinzugehen? Das nimmt den Reiz ja, weil du weißt, dass du sowieso gewinnst, wenn du dagegen mit den richtigen Team reinkommst. Das ist doch klar wie Kloßbrühe. Das ist easy. Shit. Mir fällt gerade was ein. Mir fällt gerade ein Kommentar ein, falls du das siehst. Ich werde irgendwann das machen, was du gesagt hast, bezüglich der des Teams mit Verrat und so. Ich teste das mal aus. Ich habe mich gerade daran erinnert, dass ich da gefragt wurde, ob ich sowas mal machen könnte. Mach ich. Ne? Sobald ich mich weiterhin dran erinnere. Die hat resisted, ich krieg's kotzen, ey. Okay. Das Gute ist, sie gehen nicht auf den Kaki. Ist ja auch kein Abellio hier. Okay, den machen wir jetzt so weg, weil ich's kann. Ha, guck. Da fehlen leider ein bisschen die Monster. Und ich wüsste jetzt auch keine andere Cleaver-Art, die man noch so groß spielen könnte. Und dieses Resisten, ne, geht mir so auf den Sack. What? What?
What? Ah, ich sage, dieses Rest-ACC, das ist so weird. Das ist so strange. Dieses Rest-ACC-Verhältnis. Du kannst mir nicht erzählen, dass das stimmt. Das ist so strange. Alter, der hat 90 ACC oder so, locker. Ich glaube, der hat 80 Grund bei mir und dann noch was in den Artefakten. Und der trifft nichts. auf 5 Rest am Ende oder auf 10 oder so. Ja. Yeah. Wer sollte da schnell sein? Ich weiß es nicht. Aber hier möchte ich eher so rein. Doch, die Savannah könnte wieder cutten, ne? Ja, die Savannah könnte wieder cutten. Was wahrscheinlich. Oder die Nana könnte cutten, was wahrscheinlich auch der Fall sein wird. Davon gehe ich gerade irgendwie aus. Und seit wann spielt man Savannah auf High Rest oder so? Oder bin ich einfach so mega dumm, dass ich nichts treffe? Das ist irgendwie ein bisschen belastend, nenne ich es mal. Die Nana lebt noch. Krass, okay, aber ja, die wird das okay. Dann machen wir so, Pock. Damit kriegen wir alle weg, bis auf die da. Das ist aber okay. Die killt jetzt wahrscheinlich den Galle, genau. Aber ist okay. Ja, gut. Ist er wieder High-Res? Der wirkt nicht so High-Res-lastig. Aber ich kann mich auch täuschen. Oh, er ist auf Nemesis, okay. Ja, dann ist er aber nicht auf Vio, oder? Nee, er ist nicht auf Nemesis. Doch, der ist auf Nemesis. Der ist auf Nemesis Wille. Okay, interessant. Er ist auf jeden Fall nicht auf Vio gewesen. Okay. Muss er mal hier. Oh, ich habe einen übersprungen. Ah, guck mal, da haben wir was zum, ja, wir versuchen's. Da haben wir was zum Bruisern. Der letzte wird gebrusert. Freut ihr euch? Schönen Bruiser. So, zack. Nana vielleicht. Bock. Okay. Reset auf. Ja, den hab's nicht getroffen, glaube ich. Ist aber okay. Kriegen nämlich alle dead. So, und Pock. Ja, jetzt brusern wir eine Runde. Das ist so lustig. Mit Lutze, gegen Lutze fahren, gegen Lutschen. Guck da, der Lutschen. Und zwar brusern wir so. Brusern wir mit ihr. Oder brusern wir mit einem anderen Fire Monster? Vielleicht brutsam wir mit dem. Ja, warum nicht? Let's go. Vielleicht brutsam wir einfach mit Laika. So, Bock. Jetzt kommt ein bisschen Schaden. Jetzt kommt nochmal ein bisschen Schaden, aber das ist fein. Ja, ich sag ja, brusern. Spannend, ne? Wow, ist das spannend, ey. Cool. Ui, toll. Jetzt töten wir den Drachen, kriegen wieder einen Stack. Zack, zack, zack. So, den könnten wir auch. Pock. Dann kriegen wir jetzt den da. Pock. Und uns passiert überhaupt nichts. Weil wir einfach mehr als genug Stacks haben. Und Bruisern ein spaßiges Erlebnis ist. Für groß und klein. Naja. Okay. Lief nicht so geil, aber ich habe auch viel rumgeblödelt. Ja, mit Bruisern würde ich auch meine Wins holen. Ist ja logisch. Aber was interessiert mich da? Das macht keinen Spaß. Aber wir sind immerhin bis zur Lege gekommen. Das ist schon mal ganz cool für die Beschwörung. Ah, warte mal, wir schaffen die sogar noch vor meinem Geburtstag. Wir haben ja noch eine Woche. Schauen wir uns mal die Rune an. Wird wahrscheinlich eine Shitty-Rune sein. Erstmal nehmen wir das damit. So, was haben wir hier? Bock. Oh, nee. Boini. Okay. Schön. Schön, schön, schön. Schnecken wir hier mal kurz rein. Bitte, bitte ein Willis Speed. Ja. Nein. Ja. Für ein Broken Set vielleicht. Okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Wie gesagt, ich versuche mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Für die nächste Woche. Oder für diese. Ich weiß nicht, wann das Video kommt. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Haut rein. Tschüss.